Meine Freunde, zwei neue Beats sind online, zwei Drill Instrumentals. Ich blende den Link hier oben ein, geht doch mal rauf, lasst einen Klick da. Folgt mir auch bei Spotify, Deezer, sonst wo, meine Freunde. Danke für jeden Support. Was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge von P-Reaction. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's wie immer bestens und wie immer ohne langes Rumgerede legen wir direkt los. Aber auch ganz kurz vorher, meine Freunde, abonniert nochmal den Channel, aktiviert die Glocke, damit ihr keine verdammte Reaction mehr verpasst. Sehr nice, sehr nice. Jetzt geht's auch direkt los mit Samra featuring Casey Rebel. Platin heißt der Song, produced by Clay, Wings und Young Lime. Gleich drei Producer am Start. Video bei Gordienko Films, Grafikdesign bei Calentura. Und das war's. Legen wir los. Lassen wir uns überraschen, was das Feature abliefert. Platin, Catalaya Edition. Nice mit den Motorrädern. Sowas mag ich in Videos. Meine Cousins sind in Gassen und sie hasseln. Fahren durch der Kameraflug, die Drohnenflug, Kameraflug, sehr nice gewesen. Sehr nice. Sind in Gassen und sie hasseln. Fahren durch Ruhrgebiet mit knapp 100 Sachen. Komm stark rein. Bleib, mach kein Eier, ihr habt Angst vor eurem Schatten. Meine Mastercard ist Platin wie die Platte. Mach kein Eier, ihr habt Angst vor euren Schatten. Der war nicht schlecht, Alter. Der war wirklich nicht schlecht. Millionäre telefonieren nicht mit deinem Huawei. Wenn ich King in diesem Spiel bin, wer willst du sein? Schnapp die Jungs und mach ein Fuffi weg in Dubai. Wenn ich ziele, sind es Treffer auf das Bullseye. Mit Fuffi meint er aber 50.000, meine Freunde, ne? Da redet er nicht hiervon. Für einen Fuffi kriegst du da einen Tee. Sind es Treffer auf das Bullseye. Alle fragen sich, was Sam vorhat, weil ich Status hab wie NBA-Baller. Old School so wie Cam Baller. Wow. Ich bin J-Hover, ihr seid Fake-Opfer. Überraschend kommt Samra hier plötzlich reingebrettert, Alter. Da über seinen Kopf hängt ein Auto, sehe ich das richtig? Hab wie NBA-Baller. Nein, ich muss nochmal checken, wie er komplett reingekommen ist. So. Wenn ich ziele, sind es Treffer auf das Bullseye. Alle fragen sich, was Sam vorhat, weil ich Status hab wie NBA-Baller. Old School so wie Camcorder. Geil. Ich bin J-Hover, ihr seid Fake-Opfer. Hab euch mit 28 Jahren alle schon gefickt. 3 Milliarden Klicks, Immobilien in der ganzen. Wow, ich muss aber sagen, so im Gegensatz zu Casey Rebel, also Casey Rebel wirkt langweilig im Gegensatz, so wie Samra jetzt reinbrettert, muss man ehrlich sagen. Republik, Ghetto Kids mit Geschäftsinstinkt. Wow, sag, wer wir Krieg haben. Rapper flexen mit Mietwagen. Hab keine Limits auf Kreditkarten. Sammel Oldtimer als wenn's Briefmarken. Hab keine Limits auf meine Kreditkarten. Keine Limits auf Kreditkarten. Sammel Oldtimer als wenn's Briefmarken. Stark. Egal wie viel Charts einsen. Reihe, ich kann nur die Straße bleiben. Doch guck aus all meinen Strafanzeigen. Wurden neu Gold und Platinscheiben. Auch geil, Alter. Aus meinen Strafanzeigen wurden Gold und Platinscheiben. Stark, Samrat gerade Casey im Schatten stehen lassen, muss man schon ehrlich sagen. Wenn Kripus mit Haifischantenne stalken, hindert's mich nicht daran, dir in deine Fresse zu boxen. Wow. Komm allein zur Schlägerei und zück die Walter. Nicht nur eure Frauen, auch eure Töchter stehen auf Samra. Meine Boah, immer krass, Alter. Nicht nur eure Frauen, sondern eure Töchter stehen auch auf Samra. Krasser Part von Samra, Digga. Krasser Part. Auf Samra, ha, ha, ha. Meine Cousins sind in Gassen und sie hasseln. Fahren durch Ruhrgebiet mit knapp 100 Sachen. Yeah. Lack, mach kein Eier, ihr habt Angst vor eurem Schatten. Meine Mastercard. In der Hook ist das so geil, wie er so mit diesen Lücken reingeht. Aber er hat ja den ganzen Part auch noch so durchgekickt. Und dann kam Samra plötzlich so reingebrettert. Da hat Samra gedacht, what the fuck, was passiert hier gerade? Ist Platin wie die Platte. Millionäre telefonieren nicht mit deinem Huawei. Wenn ich King in diesem Spiel bin, wer willst du sein? Schnapp die Jungs und mach ein Fuffi weg in Dubai.
Wenn ich ziele, sind es Treffer auf das Bullseye. Okay, alles klar, das war gar nicht, das war so eine lange Hook gewesen von Ihnen. Ich dachte, das ist schon Part gewesen, Alter. Okay, ja, dann muss da jetzt noch ein Casey-Part kommen. Schusswaffen im Tresi, yeah. Eure Mütter hören Casey. Kontrovers die Rumänien. Ah. Tom Brady. Boss mit Zepter, aber keine Meerjungfrau. Alle wetten auf, KJ Rebel drauf, yeah, yeah. Immer. Ah, ich hab mich schon gewundert, ich dachte, das war schon so mit Hook mit Part, so ein Achter oder sowas, und aber das ist dann anscheinend Hook und Bridge oder Hook allgemein. Drauf, yeah, yeah. Immer Vollgas-Speed, misch das Weed mit bisschen Nougat-Cream. Triple Mafia Gang, Rebel Army, pull on me. Stimmlich passen die beiden top zusammen, Alter. Bluff dazu stabil. Mit 40 Jahren im Kinderzimmer pushst du nie das Beat. Deutscher Rap sing, Chick des US. Ich komme direkt wie ein Rettungsschiff. Rat da kurz durch, aber mach keine Reparatur, ich beende es. Mach keine Reparatur, ich beende es. Ich beende es. Mache es nicht für die Benjamins, mache den Chip, weil es Passion ist. Ist es dein letztes Album oder droppt er noch eins, bevor es Ende ist? Meine Cousins sind in Gassen und sie hasse. Fahren durch Ruhrgebiet mit knapp 100 Sachen. Ich hab das verwechselt. Ich dachte, dass er die Hook gemacht hat und danach ein Achter und dann kam plötzlich Samra reingebrettert. So. Aber das gehört ja alles zu der Hook. Der Part war auch geil. Aber Samras Part war krasser, muss ich doch trotzdem sagen. Mach kein Eier, ihr habt Angst vor eurem Schatten. Meine Mastercard ist Platin wie die Platte. Was sagt ihr, meine Freunde? Schreibt mal gerne in die Kommis, was ihr davon hält. Millionäre telefonieren nicht mit deinem Huawei. Wenn ich King in diesem Spiel bin, wer willst du sein? Schnapp die Jungs und mach ein Fuffi weg in Dubai. Wenn ich ziele, sind es Treffer auf der... Video ist auch sehr schön gemacht von Gordienko Films. Wirklich gut gemacht. Das Bullseye. Der Beat ist auch cool, aber das ist, weiß ich nicht, der Song ist schon stark. Aber ich weiß nicht, ob ich das rauf und runter hören könnte. Jetzt beim ersten Mal hören, das ist meine Reaction, muss ich ganz ehrlich eingestehen. So ballert der schon gut rein, aber ob man den so Dauerschleife hören kann, wird schwer. Meine Freunde. Schon wieder irgendein junger Kerl, der dir zeigen will, wie du von heute auf morgen reich bist, Millionär bist. So, meine Freunde, starker Song von Samra und Casey Rebel. Platin heißt er. Produced by Clay, Wings und Young Lime. Kenne ich nicht, noch nie gehört. Aber vielleicht wird man jetzt öfters was von denen hören. So, meine Freunde, schreibt mal in die Kommis, wie findet ihr den Song? Also ich finde persönlich, Samra hat wirklich krasser rasiert. Nicht, weil ich nur anfangs dachte, dass es schon der Part war von Casey, so, sondern Samra hat wirklich krass rasiert. So. Stimmlich passen die beide top zusammen, da kann man sich noch ein bisschen mehr... Songs von den beiden wünschen, definitiv. Erstmal lassen wir ein Like da. Und ein paar Flammen. Ja, aber die könnten wirklich schon mal, die könnten sogar ein Collabo-Album rausbringen. So. Finde ich. Und das würde bestimmt reinballern. Also vier Flammen hat er sich wirklich verdient, weil der Song ballert schon rein. Er ballert schon wirklich rein. So, vier Flammen, ein Like haben wir da gelassen, meine Freunde. Wenn wir schon dabei sind, dann abonniert doch mal den Channel, aktiviert die Glocke, damit ihr keine Reaction mehr verpasst. Sehr nice, sehr, sehr nice. So, das war's auch schon. Wenn wir uns gar nicht unnötig alles hier in die Länge ziehen. Also, meine Freunde, schreibt nochmal in die Kommis, wie ihr den Song findet. Welchen Part findet ihr krasser? Samras oder Casey Rebel? Für mich eindeutig Samras Part, hat rasiert, überkrass. Wie er nach der Bridge so reingeballert kam, war ja schon mega unnormal. Also wirklich geil. Geile Aussagen gehabt. Mehr kann man gar nicht wollen. So, meine Freunde, wie ich bereits meinte, schreibt in die Kommis, was ihr davon haltet. Ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Abend, entspannten Tag, wo auch immer ihr die Reaction guckt. Lasst euch nicht auf den Sack gehen. Wir sehen uns bei der nächsten Reaction wieder. Ich bin raus. Peace.